Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Train Fever. Ja, schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast und du siehst schon hier, wir besudeln so langsam schon die ganzen Gebiete hier. Das wird ziemlich lustig noch werden alles. Die Transportaufgaben, die wir bewältigen sollen, werden auch immer größer und immer größer und immer größer und immer größer. Hatte ich schon immer größer erwähnt. Also sie werden wirklich immer größer und 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 so weiter und so fort. So, haben wir zurzeit Güter, die auf Wanderschaft sind? Cargo? Irgendwelche Güter, die noch auf Wanderschaft sind, die von uns transportiert werden sollen? Nö. Ich möchte aber mal ein was ausprobieren. Und zwar, ich möchte mal ausprobieren, was passiert, wenn wir... Irgendwie muss ich die ja mal hier zum Produzieren bewegen. Ich würde gerne mal ausprobieren, was passiert, wenn ich jetzt hier ein Verladedingsbums hinbaue. Die dann anfangen, irgendwann zu produzieren. Vielleicht habt ihr es mir auch schon in die Kommentare geschrieben und ich habe es einfach noch nicht, also schon gelesen, aber halt einfach noch nicht richtig gelesen, weil ich aktuell halt sehr viel, oder was heißt sehr viel, etwas vorproduziere. Und das ist eben das Problem. Oh, der erste wartet auf Linie 19. Der erste, oh mein Gott, ey. Das ist ja auch so eine Assi-Linie, wo keiner so richtig mitfahren will. Dann verstehe ich die Welt nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Frag mich immer, was ist, wenn wir jetzt noch eine Linie bauen würden zu der Stadt? Was dann wäre? Ob die dann zu der Stadt fahren, ob die zu irgendeiner Stadt lieber fahren oder nicht so gerne fahren oder wie das jetzt hier ist. Also ich verstehe das nicht so richtig. Jetzt wartet hier auch mal einer. Naja, wir gucken mal, ob noch ein paar mehr dazukommen. Aber la. Produktion 0. Ist auch nicht so richtig, wie ich die aktivieren kann. Linienbenutzung, nein. Das ist auch nicht so richtig. Die wollen Öl. Haben wir nicht. Öl haben wir nicht. Und das ist ja auch noch eine City hier. Ich könnte mir theoretisch auch gleich mal noch mit erschließen. So, wir schauen aber erstmal, was unsere Route macht. Und zwar hier, 3600 läuft auch nicht so wirklich. Warum nicht? 488.000 minus läuft auch nicht. Manchmal verstehe ich nicht, was ich falsch mache, ehrlich gesagt. Sind da massenhaft Menschen unterwegs? Warum wollen die nicht mit unserer Bahn fahren? Schauen kurz, Landnutzung. Ist ja Wohngebiet, so ist es nicht. Gut. Einer wartet, ey, das ist ja so mickrig, ey, das geht gar nicht. Da kommt doch einer angerannt. 6 Passagiere drin, mal gucken, wie viel hier aussteigen wollen. Wollen, müssen, tun. Palim. Oh, alle. Ich glaube, sie haben es langsam gecheckt, dass hier ein Bahnhof in der Stadt ist. Diese kleinen Vollpfosten. So, wo kommt die nächste Bimmelbahn? Da oben. Ist ja da am Start. Auch 6 Leute. Einer ausgestiegen. 8 Mann. Na, schauen wir mal. Das will ich mal noch ganz schnell beobachten. Ich weiß, das kostet immer ein bisschen Zeit und bla bla bla. Aber... da möchte ich jetzt trotzdem ganz gerne mal schauen, inwieweit sich das auswirken wird. Hier wartet einer. Wie viele steigen aus? Oh, keiner. Wenn die jetzt alle hier oben aussteigen, das würde mich natürlich total amusen. Da kommt auch noch einer angerannt, der will zum Bahnhof. 5 warten immerhin schon. So, komm. Alle raus jetzt hier.
Das würde dem Maggie freuen. 9 Passagiere mehr. Wie viele sind ausgestiegen? Nicht viele. Na doch, das waren schon ein paar. Nochmal 5. Das ist doch cool. Da sitzen nur 2 drin. Es warten ja immer schon 8. Und da kommen nochmal 5. Bin mal gespannt. Ob sich die Linie dann doch etwas rentieren wird. 9, 10, 11, 12, 13. 13, passt doch. Die 2 wollen auch hier raus, die hier drin sind. Ach komm, steigt aus. Der wollt doch hier raus. Jawohl. Gut, also der Bahnhof wird langsam. Wie viel hat er drin? Oh, immerhin auch schon 10. Und hier warten 13. Ist ja gut. Das erste Geld. Wird nicht viel sein, aber 400.000. Ah, 100.000. So, warte mal. Linie 19, 499.000 Verlust aktuell. Ist natürlich hammerhart. Was macht denn die Linie hier? 24.000, die macht auch nicht wirklich Gewinn. Ist nicht viel los da unten. Okay. Wie viel warten hier? Ah, jetzt warten schon 14 auf Linie 19. Also das wird auf jeden Fall mehr. Sehr interessant. Und da kommt die nächste, ne? Die nächste Schar. So. Guck mal, wie die alle angerammelt kommen hier. Wollen alle zu unserem Bahnhof. 17. Ja, jetzt wird's doch langsam. Jetzt teilen sie sich langsam auf die Linien. Das ist doch schon mal was. 18. 19. Na super. Und guck mal, wie viele jetzt hierher gestürmt kommen. Wie viele hier zum Bahnhof wollen. Die könnten wir eigentlich alle befördern. Wir hatten der am Start. Ah, die steigen auch alle aus. Sehr gut. So, der hat 12 Mann an Bord. 86.000. Und wie viel steigen ein? 22. Ja, das geht auf jeden Fall gut voran. Das heißt Kohle. Das gibt definitiv Kohle für uns. So, und wie sieht es hier unten aus? Hier haben wir was gebaut. Produktion 0. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir die... Ich verstehe das halt einfach nicht, warum die teilweise einfach nicht produzieren. Verdammt nochmal. So, wir könnten natürlich jetzt hier erstmal noch Waltenhausen mit einbinden. So, und das machen wir jetzt auch. Moment, bauen wir als allererstes wieder Drambahnen. Erstmal schauen, wo wir den Bahnhof hinsetzen. Den Drambahnhof, den großen. Wo setzen wir erstmal den überhaupt den Zugbahnhof hin? Wir müssen hier rum, den könnten wir da hinsetzen. Okay, also setzen wir den die Dram hier hin. Dahin, dann setzen wir das Depot. Was haben wir jetzt halt? Oh, Lebensdauer erreicht, okay. Moment, wir lassen mal hier auf normaler Geschwindigkeit laufen. Das Depot setzen wir hier hin. So, und jetzt brauchen wir Trambahnen wieder. Das müssen wir hier ausstatten. So, müssen wir natürlich ein bisschen Straße bauen. Mit Busspur. Tramgleis. Oh, cool. So. Busspuren, ne? Bin ich jetzt mal gespannt. Oh, das ist ja nice. Moment, Moment, Moment. Dann Trambahn. Dahin, dahin, dahin. So, und jetzt schauen wir mal. Wir wollen hier lang fahren. Beziehungsweise wir fahren ja hier rechts rum erstmal. Fahren schön hier einer hinter.
Gehen hier schön eine Runde rum. Na, warum will er nicht? Hier lang, hier lang. Hier lang. Und einmal. Hier lang, hier lang. Und hier lang. Und dann reißen wir die hier mal weg und bauen hier eine Straße. Zack, hier rüber. Hey. So. Sehr schön. So, dann brauchen wir natürlich wieder Haltestellen. Und zwar, die erste setzen wir mal gleich hier hin. Einmal hier vorne an die Ecke noch eine. So geht das nicht. Hier noch eine. Hier an die Ecke noch eine. Hier noch eine hin. Da noch eine hin. Und hier noch eine hin. So. Das ist erstmal der Plan. Dann kaufen wir erstmal noch nichts, sondern erstellen eine neue Linie. Da geht's los. Einmal. Zweimal. Dreimal. Vier. Fünf. Sechs. So. Fährt er auch da außen rum? Ja. Gut. Linie haben wir auch. Dann brauchen wir noch... 1, 2, 3, 4. Einmal weg, Linie 20 und auf geht's. Rollt er los? Ja. Dann brauchen wir einen Bahnhof. Und den Bahnhof hatte ich mir überlegt, wollte ich eigentlich. Ich glaube, wir müssen die Straße hier wegmachen. So, dann den Bahnhof. Beziehungsweise hier erstmal noch eine Straße hinbauen. Zack. Und den Bahnhof. Ach Mensch, mach doch mal. Das springt immer gleich so. Mann, oh 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 Mann. Ob ich es heute noch hinkrieg? Dann setzen wir den Bahnhof eben so hin. Das ist ja nicht weiter dramatisch. So, dann müssen wir quasi... Oh, dann müssen wir hier unten eine harte Kurve ziehen. Wo ist die erste dran? Oh, die ist schon dort. Linie 20 zuweisen. Die nächste. Brauchen wir Schienen. Wir bauen gleich mal mit Oberleitung. Jetzt müssen wir das nachher alles noch nachrüsten. Haben wir natürlich bei dem einen verpasst. Gucken, ob wir es direkt ziehen können. Ob uns das macht. Oha. Dann müssen wir hier erstmal vorbei.
Dann werden wir die so hier bauen. Zack. Hier ist natürlich ein Tunnel. Oh Mann, ey. Naja gut, dann geht es ja in den Tunnel rein. Das ist jetzt auch nicht weiter dramatisch. Und jetzt hier schön nach oben. So. Was kriegen wir von der Geschwindigkeit? 300, 300, 300. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall Gas geben. Das passt. Zack. So, da gehen wir nochmal durch den Berg durch. Das ist nicht das Problem. Hat auch die Lebensdauer erreicht. Das ist auch kein Problem. Linie 20 zuweisen. Eieiei, dass wir das jetzt hier nicht verpennen. So, wo ist hier der Bahnhof? Ich würde das natürlich schon ganz gern gleich hier mit anbinden. Beziehungsweise könnten wir auch hier an dem Bahnhof noch dran gehen. Müssten wir wahrscheinlich aber definitiv zwei Züge fahren lassen. Oh, wie viele Menschen hier warten. So, Linie 20 und auf geht's. So, der letzte ist auch unterwegs. Fahrzeuge müssen wir auch wieder austauschen. Schauen wir mal eben kurz, wie es aussieht mit den Fahrzeugen. Oha, ja. Linie 2 und 3 müssten wir komplett austauschen. Ist aber kein Problem, machen wir auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Part Ende, meine lieben Freunde, und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Hier, denke ich mal, werden wir auf jeden Fall ganz guten Gewinn machen können. Wir gucken mal ganz kurz. Wie sieht es eigentlich auf Linie 19 mittlerweile aus? Oha, guckt an. Linie 19, unsere Zuglinie, macht schon mal 200.000 Gewinn mittlerweile. Linie 18 macht auch 111.000 Gewinn, also das belebt das Geschäft auf jeden Fall. Linie 20 macht noch ein bisschen Minus, ist ganz klar. Aber im Großen und Ganzen sieht sie echt nice aus. Linie 12, Linie 13. Moment mal, unsere besagte Linie 11 macht sogar auch gerade wieder Minus. Plus. Sogar die Linie 11 fängt an Plus zu machen. Na, das ist ja mal wie ein Erfolgserlebnis. Das ist ja wirklich mal wie ein Erfolgserlebnis. Okay, meine lieben Freunde, das war es erstmal gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Maggie.